eine Zusammenarbeit mit einem Hotel in Wien, das sich mit der Thematik Wien und Design befasst, ist mir ein Anliegen, weil das Themen sind, die mich und uns bewegen. Und da ist sicher das Altstadt Vienna die Adresse in Wien, wenn es auch darum geht, sich in einer Stadt zu Hause zu fühlen. Besonders Gute an der Vorgabe hier war der große Raum mit dieser Raumhöhe, die so auch typisch eben für ein Altstadt-Altbau-Gründerzeithaus in Wien ja typisch ist. Ja. Ein großer Raum, mit dem man arbeiten kann, in dem man auch alles, was ein Hotelzimmer braucht, unterbringt, ohne dass es beengt wirkt. Ja, das ist ja das Interessante. Diese großen Wohnungen, die es gibt, ja, wenn man jetzt vergleicht mit Hotelzimmern in England, die immer so klein sind, ja, dass man sich kaum bewegen kann, hier diese Weite, die man dann halt gezielt mit entsprechenden, für das Lebensgefühl typischen Möbeln dann auch ausstatten kann. Ich denke eben, dieser nicht standardisierte Grundriss, dass auch im Hotel nicht ein Zimmer dem anderen gleich, ist ein Spagat, der aber vielleicht auch gerade deshalb auch wieder immer wieder interessant genommen wird, weil sich ja auch alle, die das Hotel Altstadt Vienna beauftragt, sich Zimmer zu überlegen, diese Herausforderung gerne meistern. Wie baue ich ein Bad in ein Zimmer, gebe dem Zimmer eine Luftigkeit, eine Eleganz, ein trotzdem Lokalkolorit und dann auch noch eine persönliche Note. Also ich glaube, dass der Bauherr hier seine Auftragnehmer in bester Art und Weise fordert. Und es hat was Spielerisches und ich glaube, deswegen laufen da manche zur Höchstform auf. Was natürlich auch wichtig ist, durch diese großzügige Fläche, ja, ist es möglich, die Möbel als Objekte einzeln im Raum zu platzieren. Ja, jetzt nicht irgendwelche Einbaulösungen zu machen, abgesehen natürlich vom Bad und das aber auch hinter der Spiegelwand, die den Raum ja noch einmal vergrößert, verborgen ist in einer gewissen Weise, sind das hier alles Möbel im besten Sinn, dass sie mobil sind. Als Direktorin der Vienna Design Week stehe ich natürlich auch stark dafür, die Szene dieses Landes zu fördern und sozusagen vor den Vorhang zu holen. Und das Zimmer ist in einer gewissen Weise als Bühne konzipiert. Es hat diesen dramatischen Wolkenhimmel von einem der Urväter des zeitgenössischen Designs, also Piero Fornasetti, in dem Fall für Cole & Son, mit dieser Wolkentapete, die einen ja ein bisschen runterziehen könnte, tut sie aber nicht. Weil wir mit ein paar Fassadstücken gearbeitet haben, die von anderen Urvätern kommen, dann wird schon lokaler. Also der Spiegeltrick von Adolf Loos, wie erweitere ich einen Raum, nehme ich eben durch den Spiegel. Das haben wir hier uns auch zunutze gemacht. Und zum anderen, das vielleicht persönlichste Stück in diesem Zimmer ist sozusagen der Counterpart zur Wolkentapete, ist der Teppich, den Markus und ich gemeinsam entworfen haben und der eben so ein paar sehr persönliche Zugänge hat, das Attersee-Grün, aber zum anderen einfach eine ganze Reihe von Farben in dem Zimmer aufnimmt. Und dann kommen ein paar ganz wesentliche Protagonistinnen und Protagonisten der österreichischen Designszene vor, sowohl aktuell als auch eben wie Loos und Fornasetti schon ein bisschen aus vergangener Zeit. Das ist die Werkstätte Karl Auböck für die Leuchten, für die Stehleuchten und Nachtkästchenleuchten hier vertreten. Dann wiederum ganz zeitgenössisch der Luster von Kmara Rusinke, einem Team, die sicher jetzt so zu den stärksten Stimmen gehören. Wiederum mit der Spiegelthematik auf eine ganz andere Art und Weise. Wir haben einige Stücke aus der Interio-Kollektion, die Vienna Design Week mit Interio gemacht hat, mit österreichischen Designern in Österreich produzierten Möbeln. Das ist ein Sekretär von Machgut.
Das ist ein Divan von Patricia Domanska. Das sind Wandhaken von Patrick Rampelotto. Dann gibt es ein Gallery Piece im Zimmer. Das ist eine kleine Edition für die Galerie Rauminhalt. Die ist Sebastian Menschern, der hier mit Baumstämmen in ganz spezieller Art und Weise gearbeitet hat. Und das Stück ist letztlich nicht so rustikal, wie man vielleicht annehmen würde, wenn man Baumstamm hört. Und dann kommt natürlich auch ein bisschen internationales Flair rein mit Raf Simons Stoffen für Quadrat oder mit Burulek, deren Corniche wir als Nachtkästchen verwendet haben. Und dann gehen wir auch ganz tief sozusagen in die lokale und manuelle Produktion, die Karak-Fliesen im Bad, die einfach man würde wahrscheinlich sagen, ein österreichisches Start-up in der Fliesenproduktion sind und hier mit einer ganz speziellen Technik arbeiten und Ornamenten, die von zeitgenössischen Grafikern gemacht sind und gleichzeitig sicher auch eine Referenz an die österreichische Designgeschichte. Also ein Möbel, das sicher auch noch Erwähnung finden sollte, auch wenn man es gerade nicht so gut sieht, weil es in Benutzung ist, sind die Stühle von Marco Dessi, die er für Wittmann entworfen hat, wo wir eben auch einen mit Raf Simons und einen lederbezogen im Zimmer haben und man insofern auch kleine Zimmerpartys feiern kann, weil es genügend Sitzmöglichkeiten dafür gibt. Ich denke mir, es sind sicher nicht jetzt die technologieaffinen Gäste, die vielleicht dieses Zimmer schätzen werden. Dazu ist zu viel analog hier in diesem Raum. Aber ich denke, jeder, der sich ein Bild von Wien machen will, wie es einfach ist und wie Wien auch funktioniert in seiner ganzen Internationalität und in seiner lokalen Tradition, der wird sich in dem Zimmer, glaube ich, sehr wohl fühlen. Der Gast, der idealerweise hier ist, ist ein bewusster Gast, der bereit ist, sich mit der Stadt auseinanderzusetzen, aber auch mit diesem Zimmer und vielleicht eben draufzukommen, ach, das haben Designschaffende entwickelt, die in dieser Stadt leben, die aus dieser Stadt kommen, das sind Referenzen an diese Stadt. Es ist vielleicht auch etwas zutiefst Wienerisches darin, einen grauen, wüsten Wolkenhimmel als Thema zu wählen. Es kann nur besser werden. Böse Zungen behaupten, in Wien ist es 10 Monate lang Winter und 2 Monate lang kalt. Also hier ist man immer quasi der sonnige Protagonist in diesem Zimmer. Man bringt immer etwas sehr Positives rein.